So, hallo zusammen, einen wunderschönen guten Abend. Jetzt ist es doch wieder Sonntag geworden. Herzlich willkommen beim BlackBerry Base Podcast. Heute am Sonntagabend, noch pünktlich für die kommende Woche. Fangen wir mit den Meldungen aus dieser Woche an. Dieses Mal ist es wieder durchaus ein etwas längerer Podcast, da wir wieder mehr Artikel gepostet haben und auch eben wieder längere Artikel. Wie gesagt, fangen wir direkt mit der ersten Meldung von dieser Woche an. Die da wäre BlackBerry Mobile Roadmap 2018. Wir nähern uns mit Riesenschritten im diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona. Im letzten Jahr hat dort das Key One mit großem Bohai das Licht der Smartphone-Welt erblickt. Das hat natürlich bei vielen Erwartungen noch für dieses Jahr geweckt, die sich allerdings aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erfüllen werden. Denn im Gegensatz zum Vorjahr hat BlackBerry Mobile lediglich ein Geburtstags-Meetup für den 27. Februar zum Einjährigen des Key One in einer tollen Location auf den Ramblas angekündigt. Eine offizielle Veranstaltung auf dem MWC scheint nicht geplant. Unabhängig davon sprießen die Spekulationen über die Roadmap von BlackBerry Mobile für 2018 munter aus dem Boden. Über die meisten haben wir euch auch schon informiert. Heute wollten wir euch darüber auf den aktuellen Stand bringen und auch Position beziehen. Gerücht Nummer 1, 2 oder 3 Smartphones. Viele Berichte beziehen sich auf die Ankündigung von BlackBerry Mobile, in diesem Jahr weitere Smartphones unter der Marke BlackBerry rauszubringen und kündigen 2 neue Modelle für 2018 an. Sie unterschlagen aber ein wichtiges Wörtchen im Pressetext, nämlich at least. Wir von der Base gehen weiterhin von 3 Smartphones in diesem Jahr aus, auf die wir uns freuen dürfen. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nicht 3 eigenständige Modelle sein werden, sondern ein Modell in 2 Varianten mit entsprechender Ausstattung oder Farbe erscheint. Gerücht Nummer 2, PKB oder Full Touch. Obwohl immer einmal interessante Leaks zu einem neuen Full Touch BlackBerry und damit Nachfolger von Motion erscheinen, der Kollege Oliver von BBUGKS hat dazu am letzten Freitag ein YouTube-Video aus 2017 veröffentlicht, wird es dazu nach unserer Auffassung nicht kommen. Dass Motion ist noch zu frisch auf dem Markt mit einem Nachfolger ist, wenn überhaupt, frühestens in 2019 zu rechnen. Das bedeutet also, dass alle 2018er Modelle von BlackBerry Mobile mit einer physikalischen Tastatur ausgestattet sein werden. Wir gehen sogar davon aus, dass BlackBerry Mobile in Zukunft auf reine Full-Touch-Modelle ganz verzichten wird. Gerücht 3, BBE 100-1 und BBF 101 oder Luna und Athena. Bislang verweisen die Gerüchte auf 2 Modellnummern, die bei Geekbench bzw. der EAE Union Datenbank aufgetaucht sind und die logische Fortsetzung der Modellbezeichnungen von BlackBerry Mobile wären. Zuerst wurden Daten zum BBF 101 auf Geekbench gefunden. Das BBF 101 soll über eine breitere Querztastatur als das Key One verfügen und ein Display mit einer Auflösung von 1620x1080 analog zum Key One haben. Ausgestattet soll das BBF 101 mit einem Snapdragon 660 Chipsatz sein, 6 bzw. 8 GB Arbeitsspeicher sowie 64 GB Festspeicher mitbringen, also der wahrscheinliche Key One-Nachfolger. Wenige Informationen liegen dagegen zum BBE 101 vor. Im Januar wurde die Modellnummer auf der Website der EAE Union, also dem Exekutivorgan der Eurasischen Wirtschaftsunion, veröffentlicht, die Telefone vor der Aufnahme in deren Mitgliedsländern prüft. Es soll sich um ein unterhalb des Key One angesiedeltes Mittelklassegerät mit einer Hardware-Tastatur handeln. Da noch keine weiteren Informationen zur Ausstattung vorliegen, rechnen wir mit einer Vorstellung frühestens ab Mitte des Jahres. Gerücht Nummer 4, BlackBerry mit Bokeh-Effekt. Nicht wirklich neu auf dem Markt, aber für uns BlackBerry-Nutzer wäre es eine tolle Innovation. BlackBerry-Smartphones sollen künftig Fotoaufnahmen mit dem Bokeh-Effekt ermöglichen. Dabei wird das Hauptmotiv der Aufnahmen scharf und der Hintergrund des Bildes verschwommen dargestellt. Gibt's, wie gesagt, schon länger, auch bei Mittelklasse-Smartphones, aber noch nicht bei BlackBerry Mobile. Könnte was dran sein. Gerücht Nummer 5. Uni, Nachfolger für das Brief. Kollege Ciriax hat über dieses Gerücht ja vor einigen Tagen berichtet. Klingt ja auch sehr gut und würde mindestens bei einem unserer User, Gel Black Joe, das Herz höher schlagen lassen. Die von Let's Go Digital veröffentlichten Patente deuten zumindest auf eine Slider-Funktion hin. Wir würden uns jedoch Christopher Gabbard von Aria Mobile anschließen, der dieses Patent eher der Zweitmarke von TCL, nämlich Alcatel, zuordnet. Leichte Zweifel an der Wasserdichtigkeit des BlackBerry Motion. Letzte Woche haben wir euch das Video von Jerry Rick Everything vorgestellt, in dem er das BlackBerry Motion seinem bereits bekannten Ultra-Haltbarkeitstest unterzogen hat. In dem Video zweifelt Jerry die Aussage von BlackBerry Mobile über die selbstentwickelte Nano-Diamant-Anti-Kratz-Beschichtung des Displays an. Ansonsten lobt er das Motion, das Display bleibt beim Verbiegen, im Gegensatz zum Key One, fest im Gehäuse, die Kameraabdeckungen sind aus Glas und auch der Fingerabdruck-Button funktioniert nach dem Kratztest noch einwandfrei. In einem zweiten Video hat er nun das BlackBerry Motion auseinandergenommen und dabei leise Zweifel an der von BlackBerry Mobile für das Motion reklamierten IP67-Zertifizierung gegen Wasser und Staub geäußert. Da dem BlackBerry Motion, wie den meisten Smartphones, jede physische Verschraubung an der Außenseite fehlt, öffnet er die Rückseite mit einer Kombi aus Heißluftpistole und Werkzeug.
Hierbei stellt er fest, dass der Kleber, der die Rückseite des Geräts an seinem Rahmen festhält, für ein vermeintlich wasserdichtes Smartphone relativ dünn aufgetragen ist. Außerdem bemängelt er beim Ladeport eine fehlende Gummidichtung, die dort das Eindringen von Wasser verhindern würde. Im Gegensatz dazu sind die 3,5 mm Kopfhörerbuchse und das SIM-Tray seiner Meinung nach gut gegen eindringendes Wasser geschützt. Ob die Kritikpunkte tatsächlich zutreffen, kann ich nicht beurteilen. Was ich jedoch weiß, dass das Motion beim Meetup in Frankfurt tatsächlich längere Zeit im Wasser stand und danach trotzdem einwandfrei funktioniert hat. Aber testet doch einfach mal selbst. Google startet Beta-Test der App Google Reply. Google Reply ist eine Anwendung, die automatisch Antworten auf eine empfangene Nachricht in diversen Chat-Anwendungen senden kann. Die Testversion funktioniert aktuell mit WhatsApp, dem Facebook Messenger, Skype, Twitter, Hangouts und Slack, soll aber auch bald für die anderen bekannten Messenger, so auch für den BlackBerry Messenger, verfügbar sein. Momentan bietet die App drei Profile, nämlich im Auto, beim Radfahren und beim Laufen an und sendet je nach Einstellung eine automatische Antwort, wie zum Beispiel Paul Elmar läuft gerade. Weitere Profile sind aber in Arbeit. Google Reply ersetzt bzw. ergänzt die Benachrichtigungen, die bereits in den jeweiligen Chat-Apps angeboten werden, durch eigene, individuell einstellbare Benachrichtigungen. Sie greift dabei auf Daten, zum Beispiel aus dem Kalender oder auf den aktuellen Standort des Benutzers zu. Damit der Empfänger erkennen kann, dass dies eine automatisch generierte Antwort ist, fügt die App der Antwort ein spezielles Emoticon hinzu. Google Reply wurde letzte Woche Entwicklern bekannt gegeben. Seit gestern ist die App auch über APK Mirror verfügbar. Die App funktioniert auf Geräten mit Android 7.0 oder höher. BlackBerry Key One und Motion sind Android Enterprise Recommended. Bei Android denkt man ja nicht unbedingt zuerst an Sicherheit. Das gilt für private Nutzer ebenso wie für Unternehmen. Gerade für Letztere ist dieser Umstand aber oft das entscheidende Kriterium bei der Auswahl der Smartphones, die den eigenen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden. Für ein fehlender Support und oder eine mangelhafte Versorgung mit zeitnahen Sicherheitsupdates lässt viele Unternehmen dann zu den vermeintlich sicheren iPhones greifen. BlackBerry OS 10 Geräte sind ja schon aus dem Entscheidungsportfolio herausgefallen. Das hat Google auch erkannt und das Programm Android Enterprise Recommended ins Leben gerufen. Das definiert, welche Android-Smartphones am besten für den geschäftlichen Einsatz geeignet sind. Alle Telefone, die diese Empfehlung erhalten möchten, müssen als Betriebssystem Android 7.0 oder höher installiert haben, Carrier Unlocked verkauft werden sowie weitere Kriterien erfüllen. Zudem muss sichergestellt sein, dass für einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren die monatlichen Sicherheitsupdates innerhalb von 90 Tagen nach der Veröffentlichung von Google den Nutzern angeboten werden müssen. Weitere Anforderungen können von Google noch nachträglich hinzugefügt werden. Dies sind die bislang zertifizierten Smartphones, das Google Pixel und Pixel XL von 2016, Google Pixel 2 und Pixel 2 XL, das BlackBerry Key One und Motion, LG V30 und G6, das Motorola X4 und Z2, das Nokia 8, sämtliche Varianten des Huawei Mate 10, beziehungsweise P10, P10 Plus, P10 Lite und P-Smart, das Xperia XZ1, XZ1 Kompakt, das XZ Premium, das XA2 und das Xperia XA2 Ultra. Google hat angekündigt, dass in den kommenden Wochen und Monaten weitere Modelle in das Programm aufgenommen werden. Inwieweit von diesem Programm auch private Nutzer profitieren werden, ist noch nicht bekannt. Wenn ja, würde sich sowohl für das Key One als auch für das Motion der Zeitraum der Versorgung mit den monatlichen Sicherheitsupdates verlängern. Wir bleiben dran. Und gleich noch ein Update zu der Meldung von eben, dass BlackBerry Key One und Motion Android Enterprise Recommended sind. Soeben haben wir die offizielle Stellungnahme von BlackBerry Mobile zu dem Android Enterprise Recommended Programm erhalten. Für die Geschäftswelt, BlackBerry Key One und BlackBerry Motion offiziell als Android Enterprise Recommended verifiziert. Sicherheit, Privatsphäre, Zuverlässigkeit und Produktivität, das sind die wichtigsten Eigenschaften, die Smartphone-Nutzer in Unternehmen benötigen. In den Android Enterprise Recommended Smartphones BlackBerry Key One und BlackBerry Motion von TCL Communication sind diese vereint. Die Nachfrage nach besserer mobiler Sicherheit ist heute größer denn je. Immer mehr Unternehmen entscheiden sich dabei für die Flexibilität von Android für ihre Mitarbeiter. Das brandneue von Google eingeführte Programm Android Enterprise Recommended gibt Unternehmen aller Art jetzt noch mehr Sicherheit bei der Auswahl von Android-basierten Geräten, die ihren Geschäftsanforderungen effektiv gerecht werden. Sowohl das BlackBerry Key One als auch das BlackBerry Motion gehören zu den ersten verifizierten Geräten. Es ist uns eine Ehre, das BlackBerry Key One und das BlackBerry Motion unter den allerersten Smartphones zu finden, die als Teil des Android Enterprise Recommended Programms offiziell validiert wurden, erklärt Alain Lejeune, Global General Manager bei TCL Communications BlackBerry Mobile Division. Dies ist ein wichtiger Teil unseres Portfoliowachstums und ein weiterer wohlüberlegter Schritt,
Um sicherzustellen, dass unsere modernen, Android-basierten BlackBerry-Smartphones die Messlatte für ein unternehmenstaugliches, sicheres, mobiles Erlebnis hochsetzen. Sicherheit ist das oberste Gebot im heutigen Enterprise of Things, fügt Alex Thurber, SVP und GM von Mobility Solutions bei BlackBerry hinzu. Zusammen mit TCL Communication sind wir stolz darauf, Unternehmen auf der ganzen Welt mit den sichersten Android-Smartphones auszustatten, die einmal mehr die Produktivität mit von Mitarbeitern explizit gewünschten Funktionen steigern. Mit den Android Enterprise Recommended Smartphones BlackBerry Key One und BlackBerry Motion sind Geschäftsleute gewiss, dass sie das sicherste Android-Smartphone erhalten. Die Android-basierten BlackBerry-Smartphones erfüllen die erhöhten Anforderungen, die von Google festgelegt und validiert wurden. Dazu gehören zeitnahe Sicherheitsupdates, die BlackBerry Mobile monatlich zur Verfügung stellt, geschäftsfähige Hardwarefunktionen und mindestens ein größeres Betriebssystem-Update. Ganz wichtig, das BlackBerry Key One und das BlackBerry Motion werden auch die Zero-Touch-Registrierung mit dem bevorstehenden Update auf Android 8.0 Oreo unterstützen, das im Laufe des Frühjahrs 2018 erwartet wird. Der Zeitpunkt und die Verfügbarkeit dieses Updates hängen von den Richtlinien und dem Zeitplan des Netzbetreibers ab. Alle nötigen Informationen zu den Android Enterprise Recommended BlackBerry Mobile Smartphones von TCL Communication finden Sie auf der Website www.blackberrymobile.com. Zur Laufzeit der Sicherheitsupdates wird in der Pressemitteilung jedoch nichts gesagt. Die Anfrage an BlackBerry Mobile dazu ist aber schon raus. Was jedoch hier schriftlich bestätigt wird, ist das Update für die beiden Geräte im Frühjahr diesen Jahres. Chief Security Officer Alex Manea spricht über Cybersicherheitsprogramme. Im Gespräch mit BlackBerry-Kunden, Partnern, Regierungsbeamten und Cybersicherheitsfachleuten diskutierte Alex Manea, Chief Security Officer von BlackBerry, über Datenverstöße, Cyberangriffe und Lösegeldzahlungen. Nach einigen Berichten war 2017 leider das schlechteste Jahr aller Zeiten. Wir werden von Malware, Scareware, Rootkits und Trojanern regelrecht überflutet und mobile Betriebssysteme werden verstärkt von staatlichen Hackern angegriffen. Für das Jahr 2018 werden Cybersicherheitsschwachstellen für private Nutzer und IT-Abteilungen das allergrößte Problem darstellen. Das Handy fungiert heutzutage als Allround-Instrument für bargeldloses Bezahlen, die Zugangskontrolle im Unternehmen, Payback-Punkte sammeln, Knöllchen-App für das Ordnungsamt und verschiedenes mehr. Die Angreifer werden immer raffinierter und die Angriffe vielschichtiger. Da lobe ich mir das bargeldlose Bezahlen im Supermarkt und Co. BlackBerry Motion und Key One ohne MHL-Support. Ich habe das BlackBerry Motion seit längerer Zeit im Besitz und das Experiment Android auf einem BlackBerry Smartphone geht in die nächste Runde. Das Betriebssystem OS 10 hat Funktionen, die ich bei den BlackDroiden leider echt vermisse. Da wäre zum Beispiel die USB-Debugging-Funktion. Am PC-Monitor oder TV den USB-Massenspeicher aktivieren. Zum Zweiten für mich wichtig den MHL-Support. Ein BlackBerry Z10, Z30 oder Passport per HDMI am Monitor anschließen und mittels Bluetooth, Maus, Tastatur schön im Menü navigieren, im Websurfen und verschiedenes mehr. Die Lizenzkosten für die MHL-Implementierung können noch nicht allzu hoch sein. Hier hat wohl BlackBerry Mobile mal wieder an der falschen Stelle gespart. Eine Recherche im Netz ergab, dass viele Smartphone-Hersteller diesen Support einfach nicht mehr anbieten wollen oder wie auch immer. Zudem möchte TCL und BlackBerry Mobile dieses Jahr noch drei weitere BlackDroiden vorstellen. Ich bin mal gespannt, welche Features vermisst ihr bei euren BlackDroiden? Wer mehr über USB-Typ C und seine Vorteile, Funktionen und Co. lesen möchte, dem kann ich den Beitrag von Computerbase empfehlen. BlackBerry startet Umtauschprogramm in Deutschland. Na, wenn das mal kein Erfolg wird. Mit 50 Euro Cashback werdet ihr belohnt, wenn ihr im Zeitraum zwischen dem 19.02. und einschließlich dem 31.03.2018 ein neues BlackBerry Key One oder BlackBerry Motion kauft und gleichzeitig euer altes Smartphone, egal ob BlackBerry OS 10, BlackBerry OS, BlackBerry Android, Android, Windows oder Apple abgeben wollt. So kommt ihr zu den 50 Euro. Kauft ein BlackBerry Key One oder BlackBerry Motion innerhalb des Aktionszeitraums. Registriert euch auf der bei uns im Artikel genannten Website. Sobald ihr registriert und verifiziert seid, kommt per Post ein Versandpaket. Dort legt ihr euer altes Gerät rein und ab die Post. Innerhalb einer Woche nach Eingang des alten Geräts bekommt ihr die 50 Euro Cashback. Damit lösen BlackBerry und BlackBerry Mobile ihr Versprechen ein, nach der Bekanntgabe des End of Life von BlackBerry OS 10 einen Anreiz für den Wechsel zu den neuen BlackDroiden zu geben. Allerdings stellt sich die Frage, ob die ausgelobten 50 Euro einen wirklichen Anreiz darstellen. Vor allem, wenn man bedenkt, mit welchen Preisen das Key One und das Motion bei Mediamarkt und Saturn in deren Aktionen angeboten werden. BlackBerry Android App Update, Stand Februar 2018. Kurz vor dem Wochenende hat BlackBerry noch einen Schwung voller Android-App-Updates zum Download bereitgestellt. Der Hub, Kalender und die Aufgaben-App wurden designtechnisch vereinheitlicht mit anderen BlackBerry-Apps. Die Änderungsprotokolle sind wie immer aus dem Google Play Store entnommen worden.
Über ein Feedback von einzelnen Usern würden wir uns natürlich immer freuen. Die einzelnen Änderungen bei den Updates haben wir bei uns im Artikel aufgeführt. So, wie versprochen, diese Woche wieder etwas länger. Das war es dann aber auch schon wieder für diese Woche. Euch allen einen guten Start in die neue Woche und wir hören uns am kommenden Wochenende. Bis dann.